Seid gegrüßt, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Mein Weg zu Bio. Heute der dritte Teil unserer Schwangerschafts- und Stillzeitartikelserie. Ich wollte euch heute ein bisschen was über Eisenmangel erzählen und wie ihr den wirksam bekämpft oder gar nicht bekommt. Gerade natürlich für Vegetarier. Ich muss dazu sagen, ich habe immer schon Eisenmangel, vor allem natürlich in den Schwangerschaften und Stillzeiten, obwohl ich auch mal damals noch Fleisch gegessen habe. Also es mag, muss nicht unbedingt nur Vegetariern vorbehalten sein. Ja, aber gerade zur Schwangerschaft und Stillzeit ist Eisenmangel so das Typische. Und ich bin damals zu meiner Frauenärztin und die hat mir diese Eisenblocker gegeben. Die habe ich damals auch noch brav geschluckt in der ersten Schwangerschaft. Und ich, also sie haben überhaupt nicht bekommen, gar nicht. Der Eisenmangel war zwar kurzfristig weg, aber ich hatte ganz, ganz, ganz schlimme Bauchweh und ich glaube Verstopfung, ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber es war wirklich, also die sind echt hart. Und als dann in meiner dritten Schwangerschaft wieder der Eisen, also ich habe immer niedrige Eisenwerte, ich denke, es ist einfach so. Und als dann in der dritten Schwangerschaft es wieder angefangen hat, habe ich mich nicht mehr auf diese Tabletten eingelassen. Sondern ich habe mir ein schlaues Buch gekauft. Das heißt, richtig essen bei Eisenmangel. Ich glaube, ich stelle auch noch den Link drunter. Ich finde es echt toll. Ich habe es zwar gar nicht mehr, ich habe es gleich weitergegeben, nachdem ich brauche es nicht mehr, aber es ist wirklich toll. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ja, jetzt wollte ich euch noch meine Tipps weitergeben, was ich so gelernt habe in dieser Zeit. Ich durfte wahnsinnig viel lernen durch diesen Eisenmangel. Inzwischen merke ich auch ziemlich schnell, wenn ich wieder in den Eisenmangel komme. Ja, so typische Anzeichen für Eisenmangel sind Müdigkeit und Schlappheit. Und vor allem ich merke an mir, ich werde ganz zickig. Also die anderen merken es wahrscheinlich eher, bevor es ich merke, aber ich werde zickig durch den Eisenmangel. Ja, das Wichtigste ist eigentlich wieder viel Grün. Also gerade im grünen Obst und Obst weniger Gemüsefall, vor allem steckt halt Eisen. Also viele eisenhaltige Lebensmittel einfach essen. Genau. Am besten ist natürlich, ich habe es ja im zweiten Video schon gesagt, sich gesund mit viel Gemüse und Obst zu ernähren. Und beim Gemüse ist es halt echt wichtig, viel Grün. Viel grüne Lebensmittel, in denen steckt einfach am meisten Eisen. Wenn ihr dann zu der jeder Nahrung noch zum Beispiel ein Glas Orangensaft isst, also Vitamin C einfach zu euch nehmt, dann kann der Körper das Eisen aus den Gemüse besser verwerten. Also das Problem ist, das Eisen aus dem Fleisch ist für den Körper leichter aufzunehmen als das Eisen aus dem Gemüse. Wenn ihr aber jetzt noch Vitamin C mit dazu habt, dann gibt es da überhaupt keine Probleme, dann kann das genauso aufnehmen. Und es gibt wirklich viele, viele super eisenreichen, eisenhaltige Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel, man braucht nicht unbedingt Fleisch. Fleisch ist halt am einfachsten, wie immer. Zum Beispiel auch rote Beete sind ganz toll. Grüne Smoothies kann ich euch empfehlen, habe ich am zweiten Video schon viel dazu gesagt. Eier sollen angeblich Eisenräuber sein. Also wenn man Eier isst, entziehen angeblich dem Körper Eisen. Weiß ich jetzt nicht, kann ich auch nicht bestätigen, aber das habe ich mal gelesen. Wichtig wären Vollkornprodukte, also gerade wenn man viele Vollkornprodukte isst, im Vollkorn ist auch Eisen. Hirse ist ganz toll, Haferflocken, Buchweizen sind so Getreidearten, die ganz viel Eisen enthalten. Hülsenfrüchte, da wieder die Linsen vor allem. Und ich kann auch echt Sprossen empfehlen. Also wir essen ganz viele Sprossen, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Wenig Frisches im Angebot ist, gibt es bei uns ganz viel Sprossen. Und aber auch Kichererbsen, Bohnen, Tofu enthält auch Eisen. Und ja, genau. Wichtig wäre, dass ihr, wenn ihr das esst, also wenn ihr esst, bewusst die Mahlzeit zu essen, ja immer reine Produkte, und da auf Milchprodukte zu verzichten. Und auch noch eine Stunde nach dem Essen, wo ihr diese vielen eisenhaltigen Lebensmittel gegessen habt, auch da noch auf Milchprodukte, ungefähr eine Stunde nachher zu verzichten. Die entziehen dem Körper dann wieder Eisen, beziehungsweise ne, die entziehen es nämlich, die erschweren die Aufnahme des Eisens. Kaffee, Tee auch, sollte man einfach weglassen in der Zeit. Ich habe zum Beispiel auch noch mit Fruchtsäften ergänzt. Ich habe festgestellt, der rote Traubensaft tut mir ganz gut. Oder es gibt auch mal fertige Mischungen, Fruchtsaftmischungen zu kaufen. Genau, Brennnessel, wenn wir noch beim Grün. Brennnessel ist auch was ganz Tolles. Brennnessel hat einen großen Eisenwert, einen hohen Eisenwert. Auch wieder, wir hauen die im Sommer in die Smoothies mit rein. Oder bis zum Herbst, bis zum Schnee halt, kommen die bei uns in die Smoothies mit rein. Getreide habe ich noch Quinoa vergessen. Quinoa ist auch ganz toll. Ist jetzt vom Eisen, glaube ich, jetzt gar nicht so eins der höchsten, aber hat einen hohen Eiweißgehalt und glaube ich viel Magnesium. Also Quinoa ist super. Mögen dann später auch die Kinder sehr gerne. Und ansonsten gibt es getrocknete Aprikosen, sind auch noch, falls jemand das mag, ich mag sie nicht.
Aber die werden auch noch gut mit Eisen. Genau, und ansonsten habe ich mir damals noch mit Schüsslersalzen zusätzlich geholfen. Also ich habe die Ernährung wirklich ganz bewusst mich ernährt. Ich habe nochmal geguckt, was ich esse. Die grünen Smoothies kannte ich damals leider noch nicht in der Schwangerschaft, in den Schwangerschaften. Jetzt erst in der Stillzeit, aber die sind wirklich toll. Also grüne Smoothies sind echt, die geben nur richtig Power. Und was aber auch mich noch unterstützt hat, immer unterstützt, sind die Schüsslersalze Nummer 3, Ferrum Phosphoricum. Das ist auch sowas, wo man dann wirklich kurmäßig nochmal machen kann. Da kann man sich auch beraten lassen. Es gibt viele Apotheken, die sich inzwischen damit auskennen, wie man diese Schüsslersalze am besten verwendet. Aber gerade die Schüsslersalze habe ich so in der Schwangerschaft Nummer 3 und Nummer 7, Magnesium, das hat man immer daheim, haben sehr gut. Jo, ansonsten kann ich euch wirklich nochmal das Buch empfehlen. Und wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich. Vielleicht habe ich auch noch was vergessen, aber das sind so meine Erfahrungen mit Eisen. Also das ist jetzt wirklich meins. Ich habe mich ganz viel mit diesem Eisenmangel beschäftigt, da mich der ja immer wieder heimgesucht hat. Und ja, das ist das, was ich euch zum Eisenmangel erzählen kann. Was mir noch einfällt, ist Ingwer. Der Ingwer, wir haben ganz lange in der Früh Ingwer mit Zitrone getrunken, den Tee, Ingwertee mit Zitrone. Weil Ingwer hat auch ganz viel Eisen. Also das ist super bei Eisenmangel mit der Zitronenkombination. Also die haben wir erst später rein, als der Tee schon abgekühlt war. Weil da wieder das Vitamin C dann drin ist. Oder man kann auch einfach Ingwerwasser mit Zitrone trinken. Muss man allerdings in der Schwangerschaft vorsichtig sein, weil Ingwer kann Wehen auslösen. Also man sollte nicht zu viel Ingwer zu sich nehmen oder halt mal gucken, was passiert oder vielleicht auch weglassen. Aber in der Stillzeit dann ist auf jeden Fall super Ingwer. Genau. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis bald.